War Haki-Einwohner, sogar mit Löwen als Gefährten. Recht interessant, oder Wildschwein? Fremder? Awata Aparo? Ein Mann mit einem dicken Bauch steht entspannt vor einem Haufen abgehärteter Kämpfer, die ihre Fäuste ballen und die Stirn runzeln. Gemurmel aus nervösen Diskussionen verstummen langsam, als seine Frau mit einem Speer in der Hand vor die Menge tritt. Maybe the spear's a gift for us? Vielleicht ist der Speer ein Geschenk für uns? Ruhe, sie verzieht das Gesicht zur Eder. Outsider must leave. Oryo Kuiki will not be parceled off and bought with foreign lies. Der Fremde muss gehen. Oryo Kuiki wird nicht in Stücke geteilt und mit fremden Lügen gekauft werden. Sie zeigt mit der Speerspitze in deine Richtung. Only the handsome fish can stay. Nur der hübsche Fisch kann bleiben. Sie winkt mit ihrer Speerspitze zu Takeo. Er schluckt und hebt seine Hand im stillen Gruß. Ruasari would never let that happen. Where is your confidence in Aranga? Ruasari würde das nie zulassen. Wo ist dein Vertrauen in unsere Ranga? Ich nehme an, es gibt ein Problem. Ich bin eben erst hier angekommen. Ich hatte nicht einmal Gelegenheit, Ärger zu machen. Langsam zurückweichen, angreifen. Mir gefällt schon jetzt nicht, worauf das hinausläuft. Also lassen wir das Geplänkel. Nehmen wir mal die zwei. Akira, you will not have a chance. Akira, du wirst auch keine Chance bekommen. Edea, Maya und Takeo gefällt das schon mal. Wir sind nicht besser als die Outsiders, wenn unsere Mataru inhospitable Savages. Wir sind kein Stück besser als die Fremde, wenn unsere Mataru sich wie feindselige Wilde benehmen. Where is the courtesy and welcome of the Wahaki? Wo ist denn die Höflichkeit und Gastfreundschaft der Wahaki? Seine Fragen lösen in den Zuhörern ein Gefühl von Unwohlsein auf. If you have such love for outsiders, let this one speak for himself. Wenn dir die Fremden so am Herzen liegen, dann lass diesen hier doch für sich selbst sprechen. Sie starrt dich an. Lasst mich euch beweisen, dass ich eure Gastfreundschaft verdient habe. Ich heiße mir den Gatis Auserwählten. Er wird dafür sorgen, dass ich ehrlich bleibe. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, und einen Kampf anzufangen wäre ein Fehler. Ich bin ein Wächter. Die Götter brachten mich hierher. Wenn ihr gegen mich kämpft, werdet ihr alle sterben. Nehmen wir die Takeo-Karte. Ich reise mir den Gatis Auserwählten. Werde ich das? Ich meine, Akira, das werde ich. Takeo neigt seinen Kopf und berührt seine Stirn. If the outsider turns on us, Isaiah will drag you through Tangaloa's maw with me. Wenn der Fremde sich gegen uns wenden sollte, werde ich dich mit mir durch Tangaloas Schlund ziehen, sage ich. Sie verzieht ihre Oberlippe zu Aparo. For all our sakes, may I be proven wrong. Möge ich Unrecht haben, um unser aller Willen. Sie nickt dem versammelten Kämpfer und signalisiert ihn, sich zu zerstreuen. On behalf of those who remember our manners. Welcome to Oryo Kuiki. Im Namen jener von uns, die unsere Manier nicht vergessen haben, begrüße ich dich in Oryo Kuiki. Er seufzt und schüttelt den Kopf in Richtung der Krieger, bevor er sich wieder dir widmet. Gibt es immer viele Streitereien, wenn Fremde auftauchen? Warum sind die Wahaki so beschützerisch, was ihr Land betrifft? Was kannst du mir über Ruasere erzählen? Sind du und Ruasere verheiratet? Kara. I doubt he even knows the meaning of the word. Akira, ich bezweifle, dass er die Bedeutung des Wortes überhaupt kennt. Takeo schlägt die Hände vor die Augen und grinst verlegen. I'm familiar with the foreign obsession with vows. Mir ist der Gelübdewahn der Fremden durchaus bekannt. Er lächelt dich freundlich an. When it strikes Rosari's fancy that we should sleep under one roof, we do so vigorously. Okay, das wollte ich nicht wissen. Wenn Ruasere wünscht, dass wir unter einem Dach schlafen, tun wir dies energisch. Some think I influence her judgment. But they have the wrong of it. Manche denken, ich beeinflusse ihr Urteil, aber da täuschen sie sich. My back is too fragile for the weight of authority, I say. Mein Rücken ist zu schwach für das Gewicht der Verantwortung, sage ich. Ja, was kannst du mir über Ruasere erzählen? And the strength of our tribe. Sie ist unsere Ranga und die Kraft unseres Stamms. Er steht erhobenen Hauptes da und lächelt stolz. I have never seen her without a mouthful of Kuiki. Even in battle. She wears a bandolier of fruit. Ich habe sie nie ohne einen Mund voll Kuiki gesehen. Selbst im Kampf trägt sie einen Bandolier mit Früchten. A spirited, passionate and very hungry woman is my Rosari. Meine Rosari ist eine temperamentvolle, leidenschaftliche und sehr hungrige Frau.
Ja, warum sind die Wahaki so beschützerisch, was ihr Land betrifft? We safeguard any land that the trading companies have not stolen out from under Onikaza's throne. Wir schützen jedes Land, das die Handelsgesellschaften Onikazas Thron noch nicht gestohlen the haben. The islands will fall if the tribes do not recall our past and Ngadi's covenant. Die Inseln werden untergehen, wenn die Stämme sich nicht unserer Vergangenheit und Ngadi's Pakt entsinnen. Ngadi's Pakt? Ngadi bade her followers to protect the islands, the tribes and the luminous Adra. Ngadi befahl ihren Anhängern, die Inseln, die Stämme und den leuchtenden Adra zu beschützen. For this, she gave us the power to shape her domain. If we fail in our charges, the birthright of the Huana disappears. Dafür gab sie uns Kraft, ihr Reich zu formen. Wenn wir unsere Aufgaben nicht erfüllen, wird das Geburtsrecht der Huana verschwinden. The Wahaki remember this. The Kahanga, they forget. Die Wahaki erinnern sich daran, die Kahanga vergessen es. Als er sich Tikio zuwenden will, zeigt sich Sorge in Aparos zuvor folgendem Gesichtsausdruck. Some of us remember. What we choose to do with the memory is ours to decide. Manche von uns erinnern sich, was wir mit der Erinnerung tun wollen, ist unsere Entscheidung. Tikio sieht weg. Warum so viel Aufhebens um die Vergangenheit? We lost much of ourselves when Cataclysm scoured the Deadfire. Wir haben viel von uns selbst verloren, als das Todesfeuer von der Katastrophe heimgesucht wurde. Somewhere among the islands, there's a place where we... Irgendwo auf der Insel ist ein Ort, den wir erhalten und beißt sich auf die Unterlippe. Ikira, my apologies, but I should say no more. Entschuldige bitte, aber ich sollte nichts mehr sagen. Zurück zu meinen anderen Fragen. I am pleased to be making a new friend. Dann frage ich, finde gerne einen neuen Freund. Gibt es immer viele Streitereien, wenn Fremde auftauchen? I say circumstances have made us rough around the edges. Ikea, ich sage, die Umstände haben uns etwas ungeschliffen werden lassen. Outsiders come with cannons, nets, torches. They do not come to talk. Fremde kommen mit Kanonen, Netzen und Fackeln. Sie kommen nicht zum Reden. Dann leb mal wohl. So, Ngatis Auserwählter. Was für eine merkwürdige Gesellschaft du dir ausgesucht hast. Ja. So, Beratsglocken. Die wachsen hier wohl ziemlich viele. So, das heißt, wir gehen jetzt mal ins Heiligtum rein und werden da wahrscheinlich aufgespießt oder geopfert oder sowas. Nein, wahrscheinlich doch nicht ganz so schlimm. Ja, Krummsporn muss fallen auf jeden Fall, damit tue ich drei Fraktionen helfen, beziehungsweise zweieinhalb, während ich eineinhalb gegen mich aufhetze, eher. Ja, eine Huana mit einem fremdartigen Vogel als Freund. That mural. That's the same headdress Deus wore. Das Wandbild ist ziemlich verblasst, aber du kannst eindeutig die Silhouette von Taos X Arcanon erkennen. Ja, mein alter Freund Taos. Der Tisch, an dem die Brandopfer vorbereitet werden, riecht nach Gewürzen und Blut. Diese kupferne Feuerschale stinkt nach Asche und verbrannten Haaren. Eine Schicht aus Ruß und Abfällen füllt die geschwärzte Wölbung. Die Feuerschale untersuchen. In der Asche findest du die verkohlte Fruchtkerne, Pergamentfetzen, Tonscherben, Tierknochen und verfilzte Büschel angesenkter Haare. Ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt eine Bombe da drin platzieren sollte. Hier könnte ich auch nur klauen. Ja, Wahaki-Einwohner. Der kehrt hier. Ja, Wahaki-Schrein. Meditationskammer. Und da ist die Ranga. Rostiges Konstrukt. Burapo, Tangara, okay.
Die breitschultrige Frau auf dem Thron hebt ihren Blick, um dich anzusehen. Die weiße Farbe in ihrem Gesicht verleiht ihrer stoischen Haltung ein grimmiges Aussehen. Glimmende Feuerschalen füllen die Luft mit erdrückender Hitze, aber sie sitzt entspannt da. Her face paint. You don't suppose. Hagrim, die Bemalung in ihrem Gesicht. Meinst du nicht, das ist? Usara wendet sich Alof zu, der plötzlich ganz still wird. Sie richtet den Blick wieder auf dich. I am the Runga of this tribe. And will not hesitate to send your soul through Tangaloa's maw if you threaten my people. Ich bin die Ranga dieses Stammes und ich werde keinen Augenblick zögern, deine Seele durch Tangaloas Schlund zu befördern, wenn du mein Volk bedrohst. Sie legt ihre Fingerspitzen aneinander und betrachtet dich genau. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Rangana. Das ist meine schöne Begrüßung. Ich schätze, Tangaloas Schlund wäre eine Verbesserung im Vergleich zu diesen Ruinen hier. Nein, wir beleidigen sie nicht. Wir sagen mal nichts. The chosen of Engarty is a welcome sight, I say. Engartys Auserwählter ist ein willkommener Anblick, sage ich. Mit einer anerkennenden Pause richtet sie ihren Blick auf die Kira. My thanks to you, dear Ranga. Though I bring you no omens this day. Kira, ich danke dir, werte Ranga, auch wenn ich heute ohne Omen zu dir komme. Tikio neigt den Kopf und berührt das Mal auf seiner Stirn mit zwei Fingern. You have the gift of our hospitality during this audience. Do not abuse it. Während dieser Audienz wurde dir das Geschenk der Gastfreundschaft gewährt. Missbrauche es nicht. Der gebildete, wirkende Mann an der Seite der Ranga mustert dich genau. But will our hospitality be returned? Aber wird unsere Gastfreundschaft erwidert? Ein zitternder Mystiker zieht eine Handvoll Runden zu Rate. Die Ranga bringt ihn mit einem Blick zum Schweigen. Sie rückt auf ihrem Sitz nach vorne und öffnet ihre Hand, in der eine pralle Koiki-Frucht liegt. Sie beißt tief und bedächtig hinein. Takehu, I say we have troubles enough without my people fighting over you. Takehu, ich sage, wir haben genug Ärger, ohne dass meine Leute sich auch noch um dich streiten. Kara, just so. I will keep my hands to myself this time. Okay, aber so ist es. Ich werde meine Hände dieses Mal bei mir behalten. Sie nickt und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf dich. Outsiders do not come to Oreo Kuiki unless they want something. Fremde kommen nicht nach Oreo Kuiki, es sei denn, sie wollen etwas. Sie legt die Kuiki-Frucht auf ihre Armlehne und fordert dich zu sprechen auf, indem sie ihre Handfläche öffnet. Königin Unakasa schlägt ein Bündnis mit den Waiki vor. Aus irgendeinem Grund scheinen die Waiki aufgebracht zu sein. Ich höre, die Sklavenhändler haben euch übel zugesetzt. Ich habe auch eine Rechnung mit ihnen zum Begleichen. Diese engvitalische Ruine ist ein gemütliches Versteck. Sagt ihr der Name Taos etwas? Oder bleierner Schlüssel? Was hat eine Gesichtsbemalung zu bedeuten? Ich habe nicht weit von hier ein verwüstetes Handelsgeschäft gesehen. Ergreifend, ich bin hier, um dir eine Krummsporn-Begrüßung zu geben. Fangen wir mal mit dem Bündnis Queen, an. I am thinking you are very free with this meaningless outsider word. Königin, ich glaube, du gehst sehr freizügig mit diesem bedeutungslosen Wort der Fremden um. Foreigners hold the islands upside down, shaking them to loosen their riches. Onikaza gives them comfort. Die Fremden halten die Inseln kopfüber und schütteln sie aus, um ihre Reichtümer zu erleichtern. Und diese Kasa schenkt ihnen Sicherheit. Akira, these are not the actions of a queen. Akira, so handelt keine Königin. Denkst du nicht, dass sie einfach nur den richtigen Moment abwartet? Die Königin möchte ihr Reich wieder stärken lassen. Ohne eure Hilfe kann sie das nicht. Erwartest du etwa von ihr, dass sie sich ganz alleine gegen Raotai und die Valianischen Republiken stellt? Wenn sie dich nicht überzeugen konnte, lass mich es versuchen. Nehmen wir mal die zwei. Sie lässt ihrem Begleiter kurzzeitig einen interessierten Blick zukommen, doch letztendlich schüttelt sie stirnrunzelnd den Kopf. There can be no empire while outsiders divide our homeland. Onikaza has already failed. Es kann kein Reich geben, solange die Fremden unsere Heimat spalten. Onikaza hat bereits versagt. You think the queen is cunning, but she is on the brink of losing her power. Du glaubst, die Königin sei gewitzt, aber in Wahrheit ist sie kurz davor, ihre Macht zu verlieren. Osare winkt abschätzig und angewidert mit ihrer Hand ab. Die Königin ist brutaler als du glaubst und ich auch. Du trittst in dieselbe Falle wie die Fremden, indem du sie nur aufgrund ihres Äußeren Anscheins für schwach hältst. Osara öffnet ihren Mund, um dir zu widersprechen, doch dann hält sie inne. Ja, Takeo hält mich für Pohuana und sie kneift sich die Nase. Wer ist sie? Okay. The Kahanka Queen shows her belly so that the enemy will overlook her claws. Die Kahanga-Königin zeigt ihren Bauch, damit ihre Feinde ihre Krallen übersehen. Sie nickt zu sich. This is a worthy tactic.
Velia and Rauhatai are foolish enough to fall for it. Eine würdige Taktik. Velia und Rauhatai sind töricht genug, um darauf hereinzufallen. Onikaza can enjoy her false sense of security for a bit longer. Onikaza kann sich noch eine Weile in falscher Sicherheit wiegen. Takeo hebt deinen Finger. Ja, okay. Akira, you are as blind as your countrymen. Akira, du bist so blind wie deine Landsleute. Ihre Lippen verziehen sich zu einem grimmigen Grinsen. Before I agree to Onikaza's terms, I must deal with a pest of my own. Not as large as the trading companies, but nearly as vicious.